Hallo, ihr Lieben. Ich bin zurück nach einer Woche Covid. Es hat mich tatsächlich erwischt. Ich hatte 2, 3 Tage hohes Fieber, etwas Kopfschmerzen, etwas so die Nase zu. Aber grundsätzlich geht es mir gut, ging es mir immer gut. Dieses Virus ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Das ist für mich jetzt auch persönlich in Erfahrung erwiesen. Und gleichzeitig darf ich jetzt aber auch sagen, in China sind 80, 90% der Covid-Maßnahmen tatsächlich beendet. Ich hatte, wie gesagt, vor rund 2 Wochen einen roten Code, das heißt Covid-positiv getestet. Früher hätte ich da in Zentralquarantäne gemusst, und dann so lange bleiben, bis ich, mehrere Tage hintereinander negativ getestet habe. Jetzt gar nicht. Ich konnte zu Hause bleiben. Ich konnte jetzt auch nach Peking fliegen aus Shanghai. Was ich dabei gesehen habe, also es wird überhaupt nicht mehr nach Codes gefragt, nach Covid-Tests. Die Shops haben alle geöffnet. Das ist jetzt neu. Das war jetzt über Monate nicht der Fall am Flughafen, dass also die ganzen Mode-Shops da geöffnet sind im Domestic Terminal. Und ja, China öffnet sich. Jetzt war ich heute noch kurz in einem Krankenhaus. Ich zeige euch da eine Aufnahme, wie es da in der Eingangshalle des Krankenhauses aussieht. Also nicht, dass ich irgendein Problem gehabt hätte. Ich wollte das einfach selber sehen, weil ich jetzt da überall lese in den westlichen Medien, wie schrecklich alles sei in China und wie die Krankenhäuser überfüllt und die Leute massenhaft stürben. Ich sehe nichts davon. Also wieder einmal. Auch die Heuchlerei. Also ich zeige euch da gleich auch Schlagzeilen, wie Medien da einerseits behaupten, wie schlimm das jetzt sei und die chinesische Führung kümmere sich gar nicht um Menschenleben bei der Öffnung, obwohl die gleichen Medien noch vor kurzem sagten, China müsse jetzt endlich öffnen, das sei völlig irrational da, diese Covid-Maßnahmen. Also die Heuchelei, nicht nur Medien übrigens, auch das US-Außenministerium, da finde ich es besonders verwerflich, die hätten doch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Menschen, irgendwo eine Ehrlichkeit an den Tag zu legen. Also einfach, ja, einerseits sagen, wir stehen mit den Protestierenden, die gegen Covid-Maßnahmen protestieren, und zugleich eine ganz kleine Gruppe, da habe ich ein Video darüber gemacht, auch ein Regierungswechsel bzw. ein Systemwechsel, welcher natürlich das ganze Land in Chaos stürzen würde. Das unterstützen die USA. Jetzt behaupten sie, sie machten sich Sorgen, weil die Covid-Maßnahmen aufgehoben wurden. Ja, was habt ihr denn gedacht, wenn jetzt auch noch Xi Jinping zurückgetreten und die Kommunistische Partei abgesetzt worden wäre? Ja, wie würde es den Chinesen denn jetzt gehen? Etwa besser? Also diese Heuchelei. Naja. Gut, nach dem Krankenhaus, ich habe euch da einfach ein paar Sekunden Video aufgenommen, dann bin ich noch in Starbucks gucken gegangen. Auch da, ihr seht, es ist nicht voll, es ist aber auch nicht leer. Also die Leute, die gehen wieder raus. Es ist tatsächlich so, als die Maßnahmen aufgehoben wurden im ersten Moment, da wurde es ganz, ganz ruhig auf den Straßen. Da sind die Leute alle zu Hause geblieben, haben mal abgewartet. Das ist auch sinnvoll. Na, also gerade in der ersten Woche, da hatten sich viele Leute trotzdem angesteckt und jeder, der halt nicht sich früh angesteckt hat, hat da halt mitgeholfen, die Spitze zu brechen. Und ja, wenn da jetzt eine BBC da sagt, wie das Panik und Angst sei und die Leute da aus Angst zu Hause blieben, ja klar, ein paar Leute haben Angst, das ist auch verständlich. Ne? In China sind halt die ganzen vulnerablen Gruppen auch noch nicht angesteckt worden. Also da gibt es natürlich schon mehr Risiken für gewisse Leute. Aber also dieser Tonfall, ja, BBC halt. In other countries, reopening led to bustling streets as communities again came together. Beijing feels like a ghost town. Most are either recovering at home or afraid to go out, lest they too become infected. Companies in these tower blocks are imploring staff to return to work, but they're having a difficult time convincing employees to re-enter crowded offices. It looks like China is in for a tough few months before life returns to anything like normal. Amongst those being overloaded are home delivery drivers, and many of them are also catching COVID. So orders are piling up with not enough drivers to handle them. Zero COVID may be effectively over, but this virus continues to wreak havoc in China. Stephen McDonnell.
Was richtig ist, die Transportsysteme sind eine Woche lang zusammengebrochen, weil halt sehr viele Lieferdienste, die ganzen Angestellten krank wurden. Da gab es tatsächlich Bilder von überlasteten Logistikzentren. Das bessert sich jetzt langsam wieder. Also es ist ein Einschnitt, ein, zwei Wochen ist das vielleicht durchaus auch negativ, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung und es fühlt sich jetzt auch so an. Also die Leute sind zunehmend entspannt, die vielleicht jetzt im ersten Moment so auch etwas nervös waren. Ich glaube, das kommt schon gut und damit danke fürs Zuschauen, ganz kurzes Video, macht's gut.